Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute gibt es einen Temu-Haul und ja, ich habe natürlich auch bei Temu bestellt und ich habe auch ein bisschen mehr bestellt. Aber bei der letzten Abstimmung kam rum, dass ihr es lieber mögt, wenn in einem Haul auch ein bisschen was ausprobiert wird. Dementsprechend cutte ich die Bestellung quasi in mehrere Videos, damit wir auch ein bisschen was ausprobieren können, weil ich glaube, eine Stunde 40 Video will sich dann auch keiner angucken. Also fangen wir jetzt mit den ersten Sachen an. Vielleicht damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Es gibt Sticker, es gibt Washi-Tape, es gibt Stanzen, Stencil, Stempel. Ja, ich glaube, das war alles, was es gibt. Wir fangen einfach mal mit dem am Abstand teuersten Sache an, die ich gekauft habe. Und zwar ist es dieses Washi-Tape-Set. Das hat 11,46 € gekostet. Man muss aber sagen, es sind 100 Rollen Washi-Tape. Also quasi großzügig nach oben abrunden würde 12 Cent pro Rolle. Also das ist, glaube ich, sehr verkraftbar. Und dieses Set packen wir jetzt einmal zusammen aus. So sieht das einmal von vorne aus. Und auf der Rückseite sind einfach nur ganz viele China-Zeichen, die man nicht so wirklich erkennen kann. So, ihr Lieben, und das sind dann einmal die Washi-Tape-Rollen. Wir haben 20 große Rollen, die so breit sind. Ich zeige euch mal ein, zwei als Beispiel. Das ist jetzt einmal so ein Beispielpapier. Da sind so ein paar Manga-Mädchen drauf und die verschiedensten. Also eigentlich auch ganz hübsche Motive bei, die man so rausschneiden könnte. So dieser Blumenkorb. Dann haben wir hier auch solche Mädchen und dazwischen immer so chinesische Schriftzeichen. Und dann zeige ich euch noch das hier. Da sind dann einmal so Koi-Fische, wieder ein paar Mädchen, diese Luftballons, diese Lampen, die man in den Himmel steigen lassen kann und ganz viele Schmetterlinge. Dann haben wir 20 von den Normalbreiten und da haben wir wirklich, hier sind ganz viele kleine süße Tierchen drauf. Hier haben wir dann Meer drauf, so schöne asiatische Wellen. Dann gibt es aber auch ganz normales Blumen-Washi-Tape. Hier haben wir dann nochmal Wolken und Berge. Hier sind dann ganz viele Schmetterlinge mit drauf und diese Lampen. Hier haben wir wieder ganz viele Blumen. Also wirklich von allem so ein bisschen. Es gibt auch ganz normale China-Zeichen. Ich zeige auch gleich nochmal alle hoch in die Kamera. Dann haben wir 20 von so etwas dünnerem Papier und wie gesagt von Walen auf dem Papier mit Blumen. Dann haben wir hier eins mit ganz, ganz vielen verschiedenen Schleifen, mit Regenbogen und so ein bisschen Babyoptik. Super niedlich. Und dann haben wir noch 40 von diesen kleinen Rollen. Und das ist jetzt nur mal eine Reihe rausgenommen. Das sind einmal Blümchen, Schleifen, Erdbeeren und Hasenköpfe. Hier haben wir jetzt mal vier, die komplett floral sind. Und ja, also für den Preis kann man da wirklich nicht meckern. Da sind jetzt auch ein paar bei, die ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schön finde. Aber im Durchschnitt hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ich komme jetzt noch mal näher ran. Und wenn ihr jetzt ganz genau sehen wollt, könnt ihr das Video einfach von der Geschwindigkeit runterdrehen. Ich kann es jetzt leider nicht eine halbe Stunde in die Kamera halten. Aber ich finde, da sind schon wirklich tolle Tapes bei. Und dann sind wir jetzt schon auf der zweiten Seite. Es ist halt auch sehr viel Blumiges bei, was ich ja persönlich total gerne mag. Und ja, da konnte ich einfach nicht dran vorbei. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren sagen, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Und ja, ich hatte ja noch nicht genug Washi, ne? So, dann ist das einmal das nächste Produkt. Ihr könnt schon sehen, es funkelt und glimmert ganz, ganz doll. 100 Stück sind da drin und das sind Butterflies, also Schmetterlinge. Die haben 2,28 € gekostet. Hier irgendwo habt ihr gegebenenfalls eine Artikelnummer. Wenn ihr von irgendwas einen Link braucht, sagt bitte Bescheid. Verlinke euch alles, was ich finde, in der Infobox. Ups. Danke, dass du nichts verwackelt hast, Banka. So, ihr Lieben, das sind die ersten 20 Stück. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen näher an die Kamera dran und hoffe, ihr könnt das alles ganz gut erkennen. Und jeden Schmetterling gibt es mindestens zweimal. So, dann haben wir hier einmal die nächsten 20. Ich finde die wirklich sehr, sehr cool. Also unauffällig sind die natürlich nicht. Hier schaut man, da ist sogar einer mit so einer Schmetterlingsfee bei. Sehr, sehr cool. So, und das müssten jetzt die letzten 10 sein. Es sind ein kleines bisschen mehr.
Also irgendeinen habe ich euch jetzt doppelt gezeigt. Aber ich denke, darauf kommt es jetzt nicht so doll an. Und was ich nochmal zeigen wollte, die glitzern auch unterschiedlich. Also der untere ist ja ein ganz feiner und der obere ja ein bisschen gröber. Und das auch von beiden Seiten. Ja, das waren dann einmal die Sticker. Wie gesagt, ich finde die richtig cool, aber unauffällig können die auf jeden Fall nicht. So, das waren einmal hier diese Schmetterlinge. Ich gebe mir jetzt Mühe, dass die anderen Sachen ein bisschen schneller gehen. Ja, bislang ist das nämlich schon ein sehr langes Video. Dann habe ich mir einen Stempel gekauft für 1,88 €. Und zwar ist das der einmal. Fand ich tatsächlich irgendwie ganz schön und der hat mich gerade ein bisschen an, naja, diese Schmetterlingsfee erinnert, die eben bei den Schmetterlingen bei war. Und hier haben wir auch eine normale Karte und da passt das gerade so wunderbar rauf. Wie gesagt, fand ich echt ganz schön. Und ein paar coole Sternchen. Wenn wir jetzt gerade schon bei Feen waren, habe ich mir auch dieses kleine Feenset gekauft. Fand ich auch irgendwie richtig niedlich. Ich mag ja auch Pilze total gerne. Und ja, da durften auch diese kleinen Flatterviecher bei mir einziehen. Und die haben auch 1,88 € gekostet. So, dieser Stempel hat 3,22 € gekostet. Und ich finde den so schön mit diesen Eulen. Und das hier ist eine normale Klappkarte. Fand ich richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, den stempeln wir tatsächlich einfach nur einmal ab. Also, ne, das sind alles wabbelige Stempel, also die Silikonstempel. Aber ich glaube, das ist bei dem Preis auch klar. Hier oben nicht wundern, die Karte ist nämlich schon verhunzt. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Guckt mal an, wie cool dieser Stempel aussieht. So, ich zeige ihn schon mal. Ich stempel ihn jetzt noch ein zweites Mal ab. Ich habe gerade keine Magneten benutzt, ist mir gerade aufgefallen. Aber ihr seht schon, wenn ich den zweites Mal stempeln würde, wäre der richtig toll. Wir gucken mal, ob ich jetzt verhunze oder es gut wird. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Schaut doch mal, sieht der nicht toll aus? Also den hätte man jetzt auch noch 3, 4 Mal abstempeln können, dass der so richtig tiefschwarz wird. Aber eigentlich finde ich das so tatsächlich schon ziemlich cool. Und hier dann schön mit Metallic-Farben arbeiten. Mal gucken, ob wir das im Anschluss noch machen. Aber ich glaube, das Video wird so schon zu lang. Und ich wollte euch einfach nur mal die Stempelqualität zeigen. Dann schaut euch mal bitte diese Wichtelparade an. Ist sie nicht goldig? Und man kann natürlich auch hier einen Cut setzen, dass die Blume nur noch halb zu sehen ist und gut ist. Aber für Slimline-Karten als Ganzes richtig, richtig cool. Mochte ich auch total gerne. Hier habt ihr einmal die Artikelnummer und 2,18 € hat die gekostet. Dann habe ich mir für 98 Cent noch 40 Sticker gekauft, die so Federnoptik haben. So, also wir können schon mal festhalten, es sind wirklich 40 Stück. Und ich zeige sie euch jetzt in die Kamera. Die sind auch sortiert, also jede Feder gibt es zweimal. Hier unten sind auch noch zwei. Und ich finde die tatsächlich richtig, richtig schön. Ich mag es, dass ein paar schlichtere bei sind und ein paar so richtig mit, naja, viel Schnickschnack. Weil ich habe ja diesen schönen Federstencil. Und das könnte ich mir zusammen auch ganz schön vorstellen. Sehr, sehr cool. Ach so, und falls das nicht klar sein sollte, die sind natürlich nur von einer Seite bedruckt. Und dann habe ich das Ganze nochmal in Blautönen gekauft. So, und auch da sind 40 Stück drin. Ihr seht ja nur seinen Bauch, ne? Aber er hat gerade so süß gegähnt, der Kleine. So, auch da sind 40 Stück drin. Jeder Sticker zweimal. Und ich habe gerade welche runtergeworfen. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte, dass ihr nicht so große Spiegelung habt. Aber dann gehe ich einfach ein bisschen näher ran. Und die anderen hebe ich gleich nochmal auf und zeige sie euch dann nochmal. Und ich weiß jetzt nicht, ob mich das sich das täuscht, aber ich würde sagen, er liegt jetzt schief. Die sind größer. Die Federn in dem lilanen Set waren eindeutig kleiner. Das waren mehr solche wie die hier und auch kürzer. Aber wie gesagt, finde ich richtig, richtig cool. Ne? Und hier jetzt irgendwie nochmal so mit 3D. Und dann eine so eine buschige dazwischen. Sieht, glaube ich, sehr, sehr cool aus. Und keine Sorge, das war es jetzt auch mit Federnstickern und Allgemeinsticker für dieses Video. So, und dann haben wir jetzt noch drei Produkte.
Und alle drei probieren wir aus. Wir haben einmal diese Stanze. So sieht die von hinten aus. 1,68 Euro. Und wir haben einmal diese Stanze, 1,18 Euro. Die findet man auch unter dem gleichen Namen quasi. Das eine ist quasi A und das andere ist B. Hier muss man nicht sonderlich viel basteln. Hier ein kleines bisschen. Ich bin dann mal ausstanzen. So, ihr Lieben, das ist einmal das eine Set. Das ist das andere. Ich bin ja immer ehrlich zu euch. Den habe ich zweimal ausgestanzt, weil der hier in der Mitte nicht richtig durch war. Hier war gar kein Problem. Also das hat wunderbar geklappt. Aber hier die Zwischenräume nicht. Aber wie ihr seht, beim zweiten Mal gar kein Problem. Da konnte ich alles problemlos rausdrücken. Schaut mal, wie schön das aussieht. Und was halt ganz cool ist bei der, die Herzen sind halt alle wirklich voneinander getrennt. Das heißt, beim Aufkleben kann ich mit 3D-Pads arbeiten. Ich hoffe, man sieht das jetzt, dass man halt so ein bisschen Ebene reinbringen kann. Und das finde ich tatsächlich ganz schön. Und ich habe noch eine Idee, was sehr cool aussehen kann. So, ihr Lieben, schaut mal, wie cool jetzt bitte diese Stanze ist. Also wie gesagt, das ist hier alles ein bisschen 3D. Jetzt nicht wundern, ich habe ein bisschen drumherum gemalt, aber mir ging es ja nur mal darum, zu zeigen, wie schön das auch mit Metallic-Effekten sein kann. Und ja, das ist die eine Stanze davon. So sieht dann noch die Schleife aus, die man da unten hinlegen kann. So, und mit dem anderen kann man sich dann halt einfach so eins basteln, überlegen, ob man da eine Schleife nehmen kann. Man kann die große aber auch schön hier drüben nehmen. Und ja, finde ich richtig, richtig coole Basic-Stanzen. Weil ganz ehrlich, das auf eine Karte, dann nochmal Happy Birthday und das Ding ist doch gedroppt. Das war's. Ich meine, guckt euch an, wie schön das aussieht. Wie gesagt, die große hat 1,68 Euro gekostet und die kleine hat 1,18 Euro gekostet. Das sind wirklich zwei Stanzen, die ich jederzeit wieder kaufen würde. Manchmal denkt man sich ja im Nachhinein, okay, hätte ich jetzt dieses eine Blumenstempelset nochmal gebraucht? Vermutlich nicht, aber es ist wunderschön, deswegen freue ich mich, dass ich es habe. Aber bei diesen Stanzen, sowas in der Art hatte ich noch nicht. Ich finde das hier halt echt genial mit diesen verschiedenen Ebenen, mit denen man arbeiten kann. Und ich habe ja noch relativ wenig damit gearbeitet und finde es schon richtig cool. Und ja, und die andere, glaube ich, kann man auch richtig hübsch designen. So, und dann kommen wir jetzt auch zum letzten Produkt. Ich habe auch schon wieder über eine Stunde 20 aufgenommen. Und zwar ist das letzte Produkt Stencil. 1,48 Euro haben die gekostet. Und zwar sind das einmal zwei Stencil. Einmal für den Hintergrund und einmal für darüber. Und damit kann man so symbolisieren, dass von oben Herzen runterfallen. Man kann auch nur eine von den beiden nehmen, das ist natürlich klar. Und das wischen wir jetzt auch nochmal schnell. Einfach ganz normales A5-Papier. Die kommt so in den Hintergrund. Wo ist mein Washi? Ich hasse es, wenn man so ganz wenig Rand nur hat. Dann halt bloß nicht überkleben darf, damit nicht das Blatt wegrutscht. So, das müsste halten. Achso, die Stencil sind tatsächlich sogar relativ dick und jetzt nicht so flubbelflabbel. Also da war ich schon positiv überrascht. Wir nehmen jetzt mal Currygelb. Und ja, jetzt ist es schon passiert. Ich habe übergemalt, aber das liegt ja nicht am Stencil, sondern an meinen Bastelkünsten. So, das war's. Ich finde, das sieht schon mal sehr gut aus. Könnte man auch gut nur so benutzen. Aber wir setzen jetzt den anderen nochmal oben drauf.
Und jetzt nehmen wir einmal Safrangelb. Also wir gehen jetzt heller. So, die zweite Schicht ist dann auch fertig. Vielleicht wählt man nächstes Mal Farben, die etwas mehr auseinander sind als die beiden. Ach, herrlich. Aber man sieht schon einen kleinen Unterschied und ich finde, es sieht wirklich toll aus. Also ich mag es wirklich sehr gerne. Ja, ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr von dem Stencil haltet. Man kann natürlich auch noch viel mehr, dass sie sich auch überlappen, wenn man es einfach immer versetzt macht. Das geht natürlich auch. Ich habe ihn jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise so genutzt, wie man ihn vermutlich auch nutzen soll und mag den Hintergrund schon sehr. Da kann man ja jetzt auch die Luftballons draufsetzen. Da würde ich natürlich noch deutlich mehr ausstanzen, aber auch das könnte man, glaube ich, sehr gut kombinieren. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt auch. Ich glaube, die Kleine hier kolorieren wir jetzt nicht mehr. Das wird jetzt ein bisschen den Bogen sprengen, aber ihr seht schon, wie mega cool die einfach aussieht. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, immer in die Kommentare damit. Die Produkte, die ich soweit raussuchen konnte, sind unten verlinkt. Und ja, dann seht ihr bald das nächste Temu-Video, weil wie gesagt, das war jetzt nur ein erst... Oh nein, Kasimir! Okay, Leute, alles gut. Er hat seinen Kopf nur an dem Rand geschuppert und hat keine Stempelfarbe ins Gesicht bekommen. Schnell zu. Und jetzt sind alle wieder in Sicherheit. Und ja, ihr Lieben, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!